Hallo Welt, da sind wir hier noch einmal in einem weiteren Tutorial. Ja, wir wollen uns hier noch ein bisschen anfreunden mit der ganzen Materie. Deswegen, eigentlich sind wir schon durch mit dem Tutorial und könnten ein richtiges Spiel, eine Mission oder einfach einen Erkundungsflug starten, beziehungsweise unser gigantisches Raumschiff, das ja jetzt schon etwas kann. Es wird eher eine Raumstation, denke ich mal. Das könnten wir weiter ausbauen und dann außerhalb des Tutorials, aber wir machen noch mal eine Folge dran. Und was ich ganz gerne... Ja, wir toben uns so ein bisschen aus. Wahrscheinlich werden wir sowieso dann irgendwann das Schiff zerstört haben nachher. Oh, dafür ist das Tutorial dann vielleicht auch da. Mal sehen. Was ich nämlich ganz gerne machen möchte, das ist hier nochmal mehr Pflanzen anpflanzen und ich möchte mehr Klone herstellen und da gucken wir jetzt als erstes mal, da brauchen wir wahrscheinlich, mach mal die Waffe weg, da brauchen wir wahrscheinlich noch mehr Biomasse dafür, mal sehen, wie das hier so aussieht. Klone, Mensch. So, was können wir? Können wir nicht? Forschung... Crew-Schnellzuweisung. Wir wollen vielleicht dann nochmal eine Frau herstellen. Ja, wenn wir schon klonen können, dann klonen wir uns hier ein Schiff voller Damen. Und klonen geht nicht, weil uns Biomasse fehlt. Ja, das bedeutet, wir könnten zum Beispiel jetzt auf einem Planeten landen und Biomasse dann farmen. Aber wir können, glaube ich, auch über... Gut, hier ist das Lager... Über... Nee, den Biotank wahrscheinlich nicht. Ja, genau. Über den Traktorstrahl. Da können wir vielleicht ein bisschen Biomasse noch erhalten. Kuzel. Der hieß doch anders vorher. Ja, der wurde abgezogen. Das wurde hier ein bisschen geändert alles. Werkstatt haben wir hier. Hier passiert jetzt auch noch nicht so viel. Wir brauchen ein Schild irgendwann. Haben wir uns denn mal angeguckt, wo wir hier überhaupt sind? Müssen wir dafür auf die Brücke? Oder geht das auch so... Wir gucken uns hier das Terminal auf der Brücke mal an. Ah ja, okay. Wir, wie ich schon in der letzten Folge sagte, wir sind also hier ein Stück weiter gekommen und gehen jetzt mal zum Hangar und gucken, was für Planeten wir hier haben. Auf dem Planeten ist es doch eher möglich und schneller möglich, dass wir da also auf außerirdische Lebensformen stoßen, denen wir dann eventuell Biomasse abluchsen können. Hier war doch auch ein Händler irgendwo, meine ich. Ja, das gucken wir uns alles dann später im Verlaufe des richtigen Spiels an, der richtigen Serie an. Und zoomen können wir auch? Ah ja, okay, das reicht dann ja auch. Erstmal, wenn wir so ein bisschen näher rangehen, zoomen. Drei Stufen gibt es. Eins, zwei, drei, vier. Kann ich zählen. Zwei, drei. Ja. Gut, gut. Dann, wie gesagt, auf zum Hangar und wir gucken mal, was wir hier so noch machen können. Und das mit den Farben, das sparen wir uns jetzt in dem Tutorial erstmal. Geschütztürme herstellen. Sind vielleicht neue Geschütztürme hier schon angekommen? Fällt mir gerade mal ein. Wenn wir da runtergehen... Ah ja, hier können wir unsere Munition auch aufladen, hier können wir unsere Waffen auch tauschen und wahrscheinlich dann auch neue erforschen und dann hier auch einladen. Ja, genau, wir gucken erstmal, dass wir noch ein paar Geschütztürme bauen, bevor wir uns um die Klone kümmern, mal sehen. Waffen, Verteidigungsanlagen, Roboter und Munition können wir herstellen, Energiebarrieren, ach, Energiebarrieren, das haben wir eigentlich alles in der Demo schon ausprobiert, war gar nicht so schlecht. Aber, ja gut, wir können die Standard-Laserpistole und Lasergewehr erstmal bauen. Geschütztürme finde ich allerdings schon ganz gut. Wir brauchen für die Herstellung brauchen wir drei Schwefel. Also wir kommen nicht drum rum. Wir müssen nochmal landen, Schwefel und Biomasse einsammeln. Ganz wichtig. Erstmal machen wir das so. Das heißt, wir müssen versuchen, da dann eben nicht drauf zu gehen dabei. Oder können wir hier vielleicht Schwefel herstellen? In der Raffinerie? Nein, wir können Schwefelerz nicht herstellen, oder? Nö, im Moment können wir gar nichts herstellen, weil wir kein Material haben. Haben wir denn das hier etwa ausgeschaltet?
Kann das sein? Ah, natürlich. Das ist aus hier. Den Schrott können wir gleich mal scannen. Und wir beschleunigen das. Joa, wir beschleunigen das mal. Wo ist unser Beschleuniger? Hier. So, mal sehen, was wir hier an Bord beamen. Na, komm schon. Resource beaming complete. Nur Schrott, hoffentlich. Resources collected. Ja. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was wir hier für Ressourcen bekommen haben. Vielleicht reicht das ja schon, um hier eben diese Geschütztürme herzustellen. Nein, reicht es nicht. Da gehen wir nochmal in die Raffinerie. Ah, das geht ja jetzt in einer Tour weiter, ja? Gold haben wir bekommen. Gold, Gold, liebe Welt da draußen. So, Gold soll auch raffiniert werden. Ah, da oben steht's. Kupfer haben wir diesmal bekommen. Okay, weiter geht's. Vielleicht beschleunigen wir das nochmal. Können wir das? Resource beaming complete. Resources collected. Ah ja. Kupfer nochmal. Also ich weiß auch nicht, wenn wir vielleicht 3 oder 4 von diesen Raffinerien hier bauen, von diesen Traktorstrahlen meine ich, dann werden wir ja auch 3 oder 4 mal so viel Material beamen können. Allerdings haben wir auch 3 oder bis 4 mal die höhere Wahrscheinlichkeit, Aliens an Bord zu beamen. Ach, da steht's doch oben auch. Wir bekommen hier nur Kupfer raus. Was wollen wir mit dem ganzen Kupfer anstellen? Resources collected. Gut, wir verfolgen unseren Plan und landen nochmal auf einem Planeten. Erstmal gucken, ob hier überhaupt ein Planet ist. Ja, hier oben haben wir einen. Gefahr ist niedrig, das gefällt mir. Querlin hätten wir hier. Hier haben wir noch... Oh, Gefahr hoch schon. Da müssen wir aufpassen. Da werden wir erstmal die Finger von lassen. Fralius, Gefahr hoch. Hier ist Gefahr niedrig. Sodiur. Und hier haben wir Iak Droar. Harvester Destination set. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch sequence activated. Also, wir brauchen Schwefel und wir brauchen Biomasse. Wie gesagt. Wie gesagt, wir sollten uns zurückhalten mit anderen Sachen, wenn wir die finden. Außer vielleicht Bäume oder sowas, das können wir noch mitnehmen. Und ich kann an der Stelle sagen, ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Ja, ein ganz klein wenig eingelesen. Ich weiß, dass es ganz anders geplant war. Was heißt geplant? Am Anfang war es halt so, dass man die Planeten... Ah ja. Dass man die Planeten also im Großen untersuchen konnte. Also da ging es auch viel darum, Planeten zu untersuchen. Vielleicht wird das mit einem DLC dann nochmal irgendwie kommen. Das wurde rausgenommen, ist aber ja irgendwie schon mal drin gewesen und war auch sehr spannend, wie ich gelesen habe. Man könnte natürlich mal gucken, wie weit wir hier... Ja, okay, das ist der Bereich, den wir jetzt erforschen können, ja. Accessing Archives. Oh, was ist das denn? Deactivating. Was war das denn jetzt? Accessing Archives. Lifeform 20%. Fundort. Ah, cool. 40%. Da ist also schon mal hier jemand gelandet vor uns. 60%. Das kenne ich auch nicht, glaube ich. Aus der Demo, da hatten wir sowas nicht. 80%. Crew geheilt? Aha. Lifeform detected. All phases complete.
Panikraum. Ja. Da war gar nichts drin. Der hatte auch nichts bei sich, der Wurm. Panikraum haben wir gefunden hier. Schwefelerz. Das ist gut. Lifeform detected. Also auch im Let's Play, wenn nachher das Let's Play startet, dann werden wir auch erstmal hier in sicheren Gefilden bleiben. Die brutalen Schiffe, dafür müssen wir uns richtig gut auskennen erstmal, bevor wir uns dahin wagen. Botanik-Tank benötigt. Okay, leider sind wir wohl voll. Ah, schade, dann können wir die ganze Biomasse hier gar nicht mitnehmen. Das konnten wir noch mitnehmen. Aber die Bio-Sachen hier nicht mehr, ja? Doch, die können wir. Da können wir ein bisschen was mitnehmen noch. Lifeform detected. Boah, was hat die da? Ein Schrotgewehr? Nee, das ist die Pistole, glaube ich. Klingt aber hier auch noch was Schönes. Accessing Archives. 20%. Abgestürzter Satellit. 40%. Oder so. 60%. Okay, 80%. Noch nicht okay. Lifeform detected. All phases complete. Oh. Weapon added. Na, einen Flammenwerfer haben wir hier. Bauplan für einen Flammenwerfer. Wow. Au. Oh, ich sehe es gar nicht. Also Gefahr droht nur, wenn wir das Piepen hören, ja? Ich denke, hier auf der rechten Seite könnten wir doch eigentlich noch was anbauen, aber... Da hören wir das Piepen, also irgendwas nähert sich schon wieder. Voll beladen, okay. Dann glaube ich, können wir los. Das können wir immer einsammeln oder ist das dann auch voll hier? Ja, okay, wir starten durch. Gesundheit. Ach so, hier können wir uns wieder heilen. Ja. Ja, sind wir noch nicht gestartet? So. 10, 9, launch sequence activated. 7, 6, 5, 4, 3, life 2, detected. 1, 0. Zurück. Ich hoffe, wir haben genug eingesammelt und ja, sogar zwei Pläne haben wir mitgebracht. Erstmal sehen, wir sind hier. Erstmal sehen, ob was draußen dranhängt.
Das sind die gesammelten Erze, also Schwefelerz. So, die Roboter kommen schon und sammeln das. Scheint nichts dran zu sein. Okay, wir haben Kupfer gebeamt. Wir beamen in einer Tour Kupfer. Bald ist unser Lager voll mit Kupfer. Oh, hoppla. Ist wieder die falsche Seite hier. Und wie sieht's hier aus? Irgendwas passiert? Dann gucken wir zum einen mal, dass wir in der Werkstatt hier schon mal so ein paar Verteidigungsanlagen noch herstellen können. Eine neue Waffe ist dazugekommen, der Flammenwerfer. Das gucken wir uns ein andermal an. Ist es ja das Tutorial, wahrscheinlich im Tutorial auch gar nicht, oder? Ach, dafür machen wir doch ein Tutorial. Klar, gucken wir uns auch mal an. Aber wichtig ist erstmal hier sowas und Schwefel. Wir haben doch Schwefel eingesammelt. Naja, das wird noch ausgeladen, das muss noch raffiniert werden wahrscheinlich. Also geht's doch erstmal hier in die Raffinerie und wir sagen Schwefel raffinieren. Gold war okay, Schwefelerz. Ein Schwefelerz haben wir nur gesammelt, das ist aber nicht so viel. Ich möchte nämlich viele von diesen Geschütztürmen mit runternehmen auf die Planeten, damit wir da so unsere Ruhe haben, größtenteils. Ja, ist noch nicht ganz fertig. Dann gucken wir mal zum Klonlabor. Oh, das mit den Robotern, das könnte ein Problem geben, wenn die hier die ganze Zeit rumgurken nachher. Es werden wahrscheinlich dann auch mehr. Ich weiß gar nicht, wo der herkam. Haben wir den selber gebaut? Unterkünfte? Nein. Klonlabor, genau. Gucken wir mal, dass wir hier noch einen Klon herstellen. Ah, wir haben was Neues gefunden. Unbekannt. Arachnoid und Mantis. Arachnoid, das sind glaube ich diese Würmer. Wir können ja mal gucken, was die so können. Erstmal der Mantis. Unbekannte Alien. New materials have been refined. Ah, da ist unser Schwefel. Sehr schön. Resource acquired. Gut, gut. Da wird auch schon geschossen, da wurde also auch irgendein Alien mit an Bord gebeamt. Wir haben ein unbekanntes Alien hier, Spezies, mehr DNA-Proben benötigt. Dann könnten wir das wahrscheinlich mit Biomasse 20 herstellen. Klonproben 10 von... und wir haben 3, okay. Und das andere hier, das ist der Arachnoid, auch unbekannte Spezies. Auch davon brauchen wir mehr DNA-Proben, damit wir das dann herstellen können. Liebe Welt da draußen, damit ist es aber nicht getan. Wenn wir diese Aliens haben einmal, dann brauchen wir auch noch eine weitere Etage und eine weitere Biosphäre. Manche Aliens benötigen da eine bestimmte Biosphäre und das heißt, wir müssen dann nochmal so einen Garten bauen. Und Alienkräfte, okay, Wahrnehmung, unbekannt. Dafür brauchen wir auch wieder mehr Alien-Proben. Das heißt, wir werden immer wieder auf Planeten landen müssen. Das geht am schnellsten, da also diese Proben herzubekommen. Und wie man gesehen hat, wir finden... New materials have been refined. Gut, wir finden ja auch Ressourcen dort. Also, wir finden dort auch Baupläne, so wollte ich sagen. Gut, nichtsdestotrotz, wir haben uns das mal angeguckt hier. Wahrnehmung unbekannt, wissen wir nicht, was es damit auf hat, auf sich hat. Verbessert die Sinne steht hier unten, aber ausgerotet. So ein bisschen schwach auf der Brust die Farbe. Verbessert also die Sinne des Klons und verleiht ihm die Kraft, in einem gewissen Bereich Lebensformen und zerstörte Energieknoten zu spüren. Ah ja, okay, die Energieknoten behalten wir mal im Hinterkopf. Hierzu steht auch was. Ach so, ziemlich durchschnittliche Werte, ähnlich wie bei Menschengesundheit, weiß man nicht. Verbraucht HCI, ja, da ist es schon. Der Mensch verbraucht hier als Vergleich mal. Der Mensch verbraucht O2, genau. Ja, da brauchen wir also eine andere Atmosphäre dafür. Und dieses Alien hier, die DNA dieser Kreatur verbessert Intelligenz und Geschwindigkeit, verringert jedoch die Gesundheit. Das Hinzufügen ihrer DNA ist für Ingenieure geeignet. Sehr schön. Drittes Schwefel schon, das heißt, wir können bestenfalls dann 3 Verteidigungsanlagen schon bauen, 3 Geschütztürme. Das verbraucht O2, das wäre also gar nicht mal so schlecht für uns und Ingenieure, ja, brauchen wir auch, wobei das mit der Gesundheit gefällt mir nicht. Das wird noch ein bisschen schön umfangreich. So, wir wollen aber eine Menschin herstellen, ausgeglichen und anpassungsfähig, das kennen wir ja. Gesundheit 100 verbraucht O2. Immunität, weiß man nicht. Resistenz und Intelligenz haben wir auch. Was ist denn? Können wir nicht herstellen? Warum?
keine leeren Crew-Kabinen übrig. Ah, okay, ja, deswegen machen wir ja das Tutorial. Lifeform detected. Okay, da hört man's. Wir haben irgendwas an Bord. Nehmen wir mal gleich diese Waffe her. Können wir das sehen? Lifeform detected. Na, haben wir uns da schon zu weit rausgewagt, ja? New materials have been refined. Nee, das ist irgendwie unten. Wir müssen mal gucken, dass wir runterkommen jetzt. Life form detected. Ah. Resources collected. Da sind aber noch mehr von denen. Also wir müssen einmal jetzt das Schiff reinigen. Ja, wenn uns das zu viel wird, können wir das wahrscheinlich dann auch mal ausschalten. Können wir hier die ganze Geschichte auch mal ausschalten wahrscheinlich. Doch, da sind noch mehr. Wir sollen zu einer Krankenstation, aber ich wüsste jetzt gar nicht, ob wir eine haben überhaupt. Aber wir müssen jetzt die Energie. New materials have been refined. Also die anderen Crewmitglieder, wie man sieht, die kommen auch zur Hilfe hier, aber die krabbeln wohl nicht hier runter. Boah, wir brauchen unbedingt eine Lampe oder so. Weiß ich nicht, kann man das? Also so einen Scanner, vielleicht bekommen wir den auch noch nachher. Dass wir dann wirklich sehen, wo die sind. Scheint es erstmal so zu bleiben. Ah, die haben hier einiges an Bord gelassen. Die haben aber ordentlich was hier an Bord gelassen. So, wir müssen zum Waffenschrank Munition holen erstmal. Access granted. Oh, die müssen wir dann also auch herstellen nachher. Na klar, darum kümmert sich ja niemand sonst. Also die kommen auch nur hier runter, das heißt scheinbar. Also das heißt, wir müssen... Oh! Das ist einiges. Das heißt, wir müssen diesen Traktorstrahl hier nicht immer eingeschaltet lassen, ja?
Ah, doch, die kommen auch hier runter. Also im Hangar und im Traktorstrahl, da müssen wir zusehen, dass wir da also die Verteidigungstürme auch aufbauen, viel. In Betrieb, jetzt müssen wir natürlich rausfinden, wo sind die Energieknoten, die außer Betrieb sind. Denke ich. Und das kann ja auch schon mal eine Lebensaufgabe sein. Ah doch, die kommen hier überall. Man kann hier überall runterkrabbeln. Ach, wir kommen jetzt gar nicht mehr hier runter. Doch hier. Ja, gewusst wo. Vielleicht schalten wir den Traktorstrahl jetzt auch mal aus. Kupfer haben wir genug, oder? Oder wir bauen hier... Ach, das eine Geschütz... Nein, da ist es noch. Also die Geschütztürme sind noch da. Die können wir wahrscheinlich dann auch irgendwann mal verbessern. Ja, das war ja schon mal das, wo wir gescheitert sind. Also beim ersten Mal haben wir das nicht geschafft. Ressourcen... Moment. Beam deaktivieren. Hier. Können wir gar nicht deaktivieren, oder? Survival Guide updated. Hauptrechnerverbindung benötigt. Ein Modul muss mit einem Hauptrechner verbunden sein. Ja, das ist, weil die Energieknoten ausgeschaltet sind jetzt. Aber das ist gut. Das muss auch erstmal hier gar nichts machen, das Ding. Werden uns denn die Energieknoten irgendwo angezeigt, die ausgeschaltet sind? Zum A, zum Verstärken Z halten. Ja, gut. Ja, da oben blinkt es rot. Warum? Nach Zerstörung wieder erhalten. Oh, da haben wir jetzt gleich unsere Energie und unseren... Oh, das ist aber immer noch kaputt. Energie und unsere Ressourcen hier verbraucht. Mal sehen. Ach so, können wir da auch oben lang? Mal gucken. Was war das? Wir müssen hier lang. Das ist der Beamstrahl. Den würde ich ja ganz gerne ausschalten jetzt. Ah, wir haben das gleiche Problem wie in der Demo. Wir haben uns zu weit rausgewagt hier. Wir hätten den Traktorstrahl ausschalten müssen. Und da sind wir hinüber, ja. Spiel vorbei, liebe Welt da draußen. Und ich... Abschlussbericht. Projekt Genesis. Offizielle Beurteilung Missionserfolg. Dein Schiff trieb in den unbekannten Weltraum langsam jahrelang, bis ein großer Asteroidenschwarm auftauchte. Einige Einschläge beschädigten das Schiff, das heftig erzitterte. Einige Brocken trafen das Treibhaus und beschädigten Leitungen im Kontrollzentrum. Dann traf ein großer Felsbrocken das Schiff, das in zwei Teile zerbrach. Als alle Asteroiden vorüber waren, war nichts mehr von deinem alten Schiff übrig. Missionsstatistik: Crew geklont 6, Crewverluste 6, Crewsiedler keinen, wir haben also noch keinen Planeten besiedelt. Planetenexpeditionen 2, Planeten gescannt 4. Gebaute Schiffsmodule 9, verlorene Schiffsmodule 1, Aliens getötet 139, Planeten erforscht keinen, Aliens begegnet 4, Klone erforscht 10%, okay. Grad Anfänger natürlich. Dann haben wir hier noch die Tabelle Expeditionsfunde. Waffen 1, Anzug-Upgrades keins, Schiffmodule keins. Sichtungen außerirdischer Spezies keine. Robotertechnik auch nichts erforscht und Ressourcenorte auch keine gefunden. Okay. Hat also schon mal gut geklappt, unser Tutorial. Gut, dass es nur ein Tutorial war jetzt. Weiter geht's. Ein von 7 Items entdeckt. Konzern General Ballistics. General Ballistics 1, der führende Konzern in Sachen Schusswaffen. Okay, weiter geht's. Items entdeckt. General Ballistics 2. Ja.
Und wir haben entdeckt, Superior Genetics 1, der führende Konzern in Sachen Klontechnologie, auch erforscht, okay. Immerhin, das Tutorial hat schon ein bisschen was gebracht und freigeschaltet. Und wir haben nochmal Superior Genetics 2. Dann haben wir hier Stahl Union 1, traditionelles Schwergewicht im Stahlbereich, geführt von einer deutschen Familie. Nachdem die Firma wegen illegalen Waffenhandels verurteilt wurde, konzentriert sie sich auf die Raumfahrt. Ja, das gleiche auch nochmal Stufe 2. Und dann haben wir den Flammenwerfer hier entdeckt. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir den mitnehmen können auf unsere nächste Mission. Das werden wir dann sehen in der richtigen Let's Play-Serie. Also da fliegen wir im Hintergrund rum. So, Flammenwerfer, ein Klassiker von der Erde. Gut für größere Gruppen kleinerer Feinde. Ah ja, gut zu wissen. Und das war's. Mission fortsetzen geht natürlich nicht. Wir können mal gucken jetzt. Entweder wir starten das Tutorial nochmal von vorne, was ziemlich sinnfrei ist, denke ich. Oder wir gehen dann sofort in die richtige Let's Play-Serie. Habe ich vorhin Let's Play Together gesagt? Nein, bis jetzt, glaube ich, haben wir hier noch keinen Multiplayer-Modus. Konzern. Mhm. Aber ich denke, jetzt können wir hier wirklich mal mit 1 starten. Erstmal den Konzern auswählen. Gut, einige sind noch verschlossen. Ich weiß nicht, warum steht das hier irgendwo? 3 Waffen bis mindestens Rang 2 in einer Runde erforscht. Ja, okay, ich würde es ja begrüßen, aber dafür müssen wir wahrscheinlich, ja okay, so eine Art Tutorial weitergehen. Also der nächste Schritt des Tutorials wäre dann General Ballistics wahrscheinlich, dass wir damit dann weitermachen, zum Beispiel. Oder mit Superior Genetics. Ach so, Moment mal. Das hier ist sogar in Farbe. Ich glaube, das nehmen wir dann sogar. Der führende Konzern hier für Klontechnologie. Ah, jetzt haben wir hier auch geguckt gleich. Wir nehmen das zweite. Crew stellen wir uns auch zusammen. Ja, ich glaube, so gemischt lassen wir das am Anfang erstmal. Ich weiß gar nicht, ob die Startcrew jetzt, ob das auch schon Klone sind. Ah, das ist das Level, okay. Ha. Ja, ich weiß nicht, ob wir da... Ich glaube, wir machen das im Tutorial jetzt nochmal weiter. Das heißt, wir werden wohl eine dritte Tutorial-Folge noch dran machen, oder? Sollen wir jetzt die Mission sofort starten? Ich meine, Tutorial hin oder her, wir haben ja nicht rausgefunden, das war ja auch in der Demo schon unser Problem, wie man diese Knotenpunkte repariert, beziehungsweise wie man die erstmal überhaupt findet. Wo sind die überhaupt gewesen? Aber unser großer Fehler war eben der Traktorstrahl, dass wir den nicht ausgeschaltet haben. Der lief und lief und da hat sich dann keiner richtig drum kümmern können. Es war ja nur einer da und 2 Geschütztürme immerhin. Artefakte haben wir keine. Ich sag mal, das nehmen wir noch hier in Kauf als Tutorial. Ja, da gucken wir mal rein. Das machen wir noch tutorial-technisch jetzt. Und zwar mit General Ballistics. Oder können wir das andere freischalten dann? Ah ne, da brauchen wir also 3 Waffen bis mindestens Rang 2. Ah, da müssen wir noch viel lernen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten mal durch. Aber es gibt eine neue Mission dazu wahrscheinlich. General Ballistics Level 1. Und deine Mission besteht darin, die Zukunft des menschlichen Genoms zu sichern. Nein, da gibt es nichts Neues. Das ist das Gleiche. Konzern, also General
Ballistics Level 1 auf der rechten Seite in der Tabelle. Crewmitglieder menschlich, Kapitän weiblich. Okay, wir haben zwei weibliche, zwei männliche Menschen. Okay, keine Klone. Das ist schon mal ganz gut ausgerüstet. Artefakte also auch nicht. Jo, starten wir nochmal hier und nehmen das nochmal in unser Tutorial mit rein. Our dream was to go to the stars. Das kennen wir alle schon. Give our best. Welcome to the shipbuilding interface. Here you build and upgrade our ship. Oh, diesmal fangen wir mit gar nichts an. Ah, gut, dass wir das jetzt ins Tutorial noch reingenommen haben. Ach, wir sind hier in so einem Raumdock auch. Aha. Ah, ja gut, wir haben aber kein Tutorial mehr. Es wird uns nicht mehr gesagt, bau dies, bau jenes. Schiffsbau, ah doch, wir haben links Schiffsbau Ziele, also das Treibhaus brauchen wir brauchen einen Traktorstrahl, wir brauchen ein Lager und natürlich ein Crewquartier. Ja, fangen wir mal oben an, erstmal das Treibhaus, wir wollen ja auch ein bisschen was atmen, also Lebenssysteme war das und dann Treibhaus. This is a greenhouse. The concept of cultivating plants on board of our ship is central to the Genesis project. There is no technology known to us that can effectively store or even provide a vital biosphere for the full time of our endeavor. Different life forms also demand different biosphere components to survive on this ship. The corridor connects modules and is available in different designs. Make sure you balance the ship's layout between security and efficiency. Ja, wir bauen jetzt schon mal ein bisschen was Abenteuerlicheres, okay? Ich hoffe, wir haben genug Energie und ach, Energie braucht das ja auch immer. So, dann bauen wir Lebenssystem, also ein Treibhaus hier an. Seite hier haben wir dann auch noch Platz für ein zweites Treibhaus. Treibhäuser, wir werden viele, viele Treibhäuser bauen. Ich freue mich schon darauf. Auf die vielen, vielen Treibhäuser. Gut, so lassen wir das. Dann sollten wir bauen ein Crew, für die Crew etwas. Ja, wir können ja jetzt hier nicht nur Korridore bauen und nachher haben wir keine... Nachher haben wir keine... Aha, das ist mir alles zu nah. Nachher haben wir keine Ressourcen mehr für die anderen Sachen. Aber die Korridore brauchen ja nur Energie 1. Ich weiß nicht, den Traktorstrahl, sollen wir den so nah an der Brücke bauen? Oder vielleicht doch eher dazwischen irgendwie? Ah, dann ist das alles so weit auseinander, da muss man so weit rennen. Also, ja, wir bauen den erstmal... Wir bauen einen mal hier vorne hin... Verteidigung, Rohstoffe, Traktorstrahl. The Alpha Quadrant is full of shipwrecks. Our Tractor Beam Module is a fast way to acquire already refined materials. Materials will be directly moved to the ship's storage. No deposit and no refinery required. Okay. Also wir bauen einmal hier in der Nähe der Brücke hin, sonst hätte ich gesagt, ja, Traktorstrahl, wenn da wieder irgendwas Feindliches hingebeamt wird, dann ist das so schnell an der Brücke, kann die Brücke so schnell kaputt machen, die müssen wir ja schützen, die sollten wir eigentlich, hätten wir noch ein bisschen weiter runter bauen können, aber wir sind ja noch so ein bisschen am Probieren hier, okay. Bau ein Lager als nächstes, da wissen wir jetzt nicht, Raumfahrt... Verteidigung, Lebenssysteme, Crew, Rohstoffe, Lager, okay. This is the refined storage module. Production ready materials leave the refinery and will be stored here. Keep an eye on our refined storage capacity. If we run out of space, the refining process will be placed on hold. Our refined materials are the source for shipbuilding, weapon and ammunition supply. Ja gut, wir bauen erstmal ein kleines hier hin, ja. Prima. Und das nächste baue ein Crewquartier. Unterkünfte, ja.
Können wir zwei also von bauen, sieht man hier vorne? Crew quarters. Each crew member needs a slot in one of these modules. If a crew member is sick or feels bad, you can most likely find them here. Haben wir uns schon ein bisschen vertan hier, oder? Um die Ecke hier? Wir haben nachher keine Energie und nichts mehr. Ach, wir proben ja noch. Ah, hier passt es leider nicht dran. Schön. Haben wir gebaut. Das waren unsere Ziele. Haben wir geschafft. Und nun? Ich glaube, wir sind immer noch im Raumdock hier, oder? Ja, sieht so aus. So viele Korridore, die wir gar nicht brauchen hier. Energieverschwendung, oder? Ja, erstmal schon. Ein Hangar brauchen wir. Brauchen wir keine weiteren Ziele? Crewkabine haben wir jetzt. Also wir, das Schiff ist soweit. Soweit fertig. Test Nummer 2. Okay. Spiel starten. Also gut, haben wir noch ein kleines Tutorial? Denn sonst, wir hatten noch was anderes, oder? Wir hatten noch... Oh, die langen Gänge hier. Lange leere Gänge, wie sollen wir die denn verteidigen alle? Wir müssen kompakter bauen demnächst. Oh, das ist ja schön hier. Unterkünfte? Treibhaus. Womit haben wir denn nochmal angefangen überhaupt? Oh, hoppla. Ja, hier kann man sich gut verlaufen. Brücke. Womit haben wir denn nochmal angefangen? Ich meine, wir haben angefangen hier mit dem Traktorstrahl. Survival Guide updated. Überlebensanleitung, Weltraumschrott, Bergen. There are many shipwrecks in this area of space. You can gather refined materials with our tractor beam. Select space debris at the tractor beam's terminal. Wait for the materials to arrive on the ship. Ready your weapons. Aggressive life forms could emerge from the loot. Also, das haben wir uns auch noch nie richtig angeguckt hier. Hier sehe ich jetzt gerade rechts unten PDA ablegen mit T. Aber die Übersicht gucken wir uns auch mal an. Genesis Mission haben wir hier, Captains Status, Fundorte Überlebensanleitung, Weltraumschrott Bergen, das werden wir dann gleich machen. Toms Reise, wir haben also auch ein paar Aufgaben später. Aber das verwahren wir uns vielleicht lieber hier für die Serie auf. Tutorial.
Ja, wir sind ja im Tutorial, deswegen. Terminal scannen. Wow, Moment, war ich das? Ja, war ich wohl. PDA, Terminal scannen, beamen. Können wir das auch mit dem Pfeil testen? Nein, das ist ein bisschen... Okay. Traktorstrahl beamen, Module Crew zuweisen. Ah, Geschützturm, ja. Ja, okay, wir versuchen das jetzt mal ohne Tutorial und versuchen das mal so irgendwie hinzubekommen. PDA können wir also mit T wieder wegstecken und auch rausholen. Sehr schön. Und wir gucken mal, ich weiß gar nicht, wo wir Energie dann herbekommen. Dass wir erstmal hier ein bisschen Schrott vielleicht, erstmal ein Crew-Mitglied, genau, zuweisen. Dann vielleicht Schrott aktivieren, Schrott scannen. Okay, Gefahrenstufe, alles niedrig. Das ist schon mal beruhigend. Kommt schon ein Mitglied. So, wir beschleunigen das. Wir stehen ja hier rum. Resource beaming complete. Resource acquired. Was haben wir bekommen? Eisen haben wir bekommen. Okay. Da, hier in diesem Schrottklumpen finden wir auch nur Eisen, wie man links oben gesehen hat. Resources collected. Haben wir aber noch keine Biomasse rausbekommen. Resource beaming complete. Resource acquired. Ja, nachher haben wir so viel Eisen, das ganze Lager mit Eisen voll. Resource beaming complete. Resources collected. Okay. Wir haben einen Alien an Bord. Aber keine Biomasse dazu. Ich glaube, wir sind krank. Vielleicht schalten wir das erstmal ab, bevor wir die anderen Sachen haben, oder? Ja, ich glaube, wir schalten das erstmal ab. Da müssen wir, glaube ich, in der Nähe sein. Besser ist das. Dann, das war also Raffinieren hier schon mal, dann brauchen wir Atmosphäre, wir brauchen Sauerstoff und so. War doch richtig, oder? Treibhaus? Survival Guide Update. The ship must provide a proper biosphere for the crew. Different species need different biosphere components to survive. Collect plants from the planets and grow them in greenhouses. To compose the right biosphere for your crew, protect your greenhouses from alien threats at all costs. No plants, no life. Assign gardeners and build greenhouses to optimize the biosphere. Ja, das wollen wir jetzt machen. Ich überlege zwischendurch immer noch, wie ich das mit dem Tutorial mache, denn ich finde das gar nicht mal so uninteressant, oder? Wenn das irgendwie mit dazugehört zur Serie. Wahrscheinlich werden wir die Serie erstmal starten dann und das Tutorial dann irgendwie zwischendurch einfach mal mit hochladen. Das kommt einfach mit in die Liste rein und vielleicht so später nach einer Woche oder so, dass das dann reinkommt. Schneiden werde ich wie gewohnt so wenig wie möglich, also wenn es mal abstürzen sollte natürlich. Dann schon. Keine pflanzlichen Setzlinge an Bord. Ach du meine Güte. Gefäß. Ja, die brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Farm. Ah, das heißt, wir müssen erstmal auf einem Planeten landen. Liebe Welt da draußen. Oder bauen wir noch ein Gefäß? Ach, ein Farm. Vernichte Pflanze. Nein. Wir haben hier nur Farne. Okay, Farn ist auch ganz gut zur Sauerstoffherstellung, glaube ich. Liebe Welt da draußen,
Wir werden noch eine Tutorial-Folge anhängen gleich mit unserem Schiff hier. Ja, es kann ja sein, dass das hier sogar schon ins Let's Play geht, oder? Nee, ich glaube nicht. Das Tutorial ist Tutorial, Let's Play wird bei uns Let's Play sein, okay? Wir brauchen also Pflanzen. Warum haben wir die dann nicht mitgenommen von der Erde? Das heißt, wir müssen auf irgendeinem Planeten landen und dann Pflanzen suchen. Das wird interessant. Aber in der nächsten Folge erst. Diese Folge, wie schon gesagt, ist vorbei. Wir stecken mal die Waffe lieber weg. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.